So, wir sind mittags nach Hause gekommen. Fisch war nicht zu sehen irgendwie. Jetzt müssen wir uns einen neuen Spot suchen. Ein neuer Platz muss her und Fisch muss her. Und wie wir das machen, kann euch am besten Mike erzählen. Das ist nämlich unser Guide heute und die ganzen Tage hier. Der kennt sich hier aus wie kein zweiter. Und der schaut gerade mittels moderner Technik, wo wir heute angeln gehen. Und wie er das macht, das guckt ihr euch jetzt mal an. Ja, man gibt im Internet windfinder.com ein und dann sucht man sich auf der Karte den Spot aus, wo man eventuell angeln möchte oder irgendeinen Punkt, der in der Nähe liegt. Dann kann man da die Windvorhersagedaten abrufen und auch sehen, ob es wolkig, windig ist und kann sich die ganzen Daten angucken. Da ist unter anderem auch meist die Wellenhöhe angegeben. Das stimmt aber meistens nicht. Das muss man dann doch so ein bisschen mit seiner Ortskenntnis abwägen, ob das dann wirklich auch der Realität entspricht. Und da hilft einfach nur immer in der Ostsee sein und dann kann man das schon ein bisschen besser deuten. Hier haben wir jetzt Samstag, leichten Westwind, gut angelbar alles. Für heute Abend sieht das ganz entspannt aus. Keine Welle, die zu hoch ist, aber doch ein bisschen Bewegung an fast allen Küsten, bis auf eben an der Ostküste von Schleswig-Holstein, Ostholstein. Da dürfte ablandiger Wind sein und fast keine Welle. Hier kann man auch die Wellenhöhe noch sehen. Das passt in der Regel auch dann. Nur die Wellenhöhe passt eigentlich nie. Das muss man persönlich einfach wissen. Man muss einfach sehen, wie oft bin ich an dem Spot schon gewesen. Passt die Windrichtung? Da kommt es dann teilweise auf, ob es ist Nord oder ist es Nord-Nordost. Die geringste Abweichung, dann passt das schon mit der Wellenhöhe nicht. Wichtig ist natürlich auch, ist Wasser eingetrübt, ist es nicht eingetrübt. Kann man per Ferndiagnose nicht machen. Haben natürlich alle einen Vorteil, die irgendwo hier in Ostholstein wohnen. Die können das mal eben vorab checken. Hat man eine weitere Anreise, kann man sich da auch nur bedingt drauf verlassen. Aber ist auf alle Fälle schon mal eine Hilfe. Dann kann man noch eine andere Seite aufrufen und zwar www.pegel-online. Wasserschifffahrtsverwaltung heißen die Jungs, glaube ich. Ich habe jetzt hier den Pegel aufgerufen von Heiligenhafen und da kann man den Normalwasserstand sehen. Der ist hier angegeben. Der ist in Heiligenhafen, wird da so mit 5 Meter angegeben, was auch immer das heißen mag. Und wir haben momentan ganz Niedrigwasser zur jetzigen Uhrzeit, also 40 cm unter Normalwasser. Das kann man natürlich auch mit einplanen. Kommt man auf eine Sandbank rauf, kommt man auf die Sandbank nicht rauf. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn man die Spots kennt und weiß, wie bei Normalwasser, wie tief das auf einer Sandbank da zum Beispiel ist. Also man muss das alles miteinander verknüpfen und das, so wie das aussieht, wir haben zwar Westwind, der Westwind drückt das Wasser hier weg, das heißt also, es wird heute Abend wieder steigen, aber es wird nur wenig steigen, weil der Westwind eben das Wasser nach Schweden schiebt. So, aber zum Abend hin steigendes Wasser ist ja schon mal gut. Dann kommen die Fische hoffentlich auch im Wasser ein bisschen dichter wieder ans Ufer. Heute haben wir ja bisher nichts gefunden und hatten eigentlich den ganzen Tag nur weglaufendes Wasser durch den zunehmenden Westwind. Dann kann man noch weiter gucken bei www.bsh. Da kann man sich zum Beispiel die Strömungsprofile angucken. Das ist hier alles um Fehmarn. Und da gibt es stündliche Prognosen. Die kann man hier einfach abrufen. Dann kann man zum Beispiel sehen, wie wird sich die Strömung ändern. Hier haben wir Dameshöft ansitzen. Die Strömung kommt von Norden, schön am Ufer lang. Ist immer ganz gut eigentlich. Und jetzt sehen wir heute Abend 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr und da haben wir so einen Cut, so das wird wahrscheinlich der Wasserhöchststand heute Abend sein, 18, 19 Uhr, ja, und dann steht das Wasser wohl mal eine Weile und das dürfte wahrscheinlich der Wasserhöchststand heute Abend auch sein. Also Dann der Top-Zeitpunkt dann zum Angeln. vielleicht, vielleicht, also 19 Uhr wäre so ein Break, wo das mal so ungefähr passen könnte. Und da der Abend ja auch da ist, so kommen da mehrere Faktoren zusammen, könnte gut werden. Okay.
Dann gibt es hier beim BSH, gibt es bei den Meeresdaten, bei den Vorhersagen, kann man nicht nur die Strömung abrufen, sondern, machen wir auf hier, kann man, sondern auch die Wassertemperaturen abrufen. Und das geht bei Baden und Meer. Da suchen wir uns, was haben wir denn hier? Erstmal die Ostsee raus. Nehmen wir mal gleich wieder Spot Heiligenhafen. Und dann haben wir auch die Prognosen vom WSH. Da haben wir einmal hier oben die Vorhersagen für den Wasserstand. Minus 30 bis minus 60 cm unter dem Normalwasserstand. Und heute Abend steigt das Wasser ja so um 30 cm. Das ist jetzt der aktuelle Wert, ne? Mit minus Das 30. ist die vorher, das ist die Prognose von denen, aber das passt eigentlich immer sehr gut, ne? Das heißt also, bis heute Nachmittag, heute tagsüber fehlen bis zu 60 cm Wasser und heute Abend ist wieder 30 cm mehr Wasser da. Das passt eigentlich auch mal meist bei denen. Dann haben wir hier die Wassertemperatur angegeben von Heiligenhafen mit 5 Grad. Das ist ein geschätzter Wert. Manchmal sind sogar die aktuell gemessenen Werte angegeben und der Wind hier ist auch wieder mit West 3 bis 4, Nordwest 4. Nordwest 4 bis 5 für morgen angegeben und heute Abend West 3 bis 4. Ist also auch akzeptabel. Dann haben wir hier natürlich auch noch den Mondkalender auch mit bei. Wir haben ja jetzt ein paar Tagen Vollmond. Vielleicht hat ja schon einer Seeringelwürmer gesehen. Ich habe sie noch nicht gesehen. Die werden jetzt die nächsten Tage schwärmen und dann kann man auch da seine Köderwahl noch treffen. Okay, das ist ja schön. Jetzt haben wir ganz viele Informationen. Und was bringt dem geneigten Meerforellenangler das jetzt alles zusammen? Wie kommt er damit zum Fisch und wie schafft er das? Tja, die Meerforelle hat ja nun irgendein gewisses Verhalten, abhängig von der Temperatur, von dem, wo die Nahrung ist. Und dementsprechend wird sie sich irgendwo aufhalten. Da könnte man zum Beispiel, wenn man da sich nicht so mit auskennt, könnte man zum Beispiel dieses Buch hier so lesen. Da sind viele Informationen drin. Die Jungs kennen sich aus, die machen das schon ganz lange. Da steht einiges zu drin, das wäre ein bisschen auch zu ausführlich, da jetzt drauf einzugehen. Und da sollte sich eigentlich jeder auch seinen Reim selbst draus machen. Das heißt also, an der Küste aktiv sich alles angucken und das mit den Informationen, die man aus dem Netz holen kann, verknüpfen. Und danach vielleicht seinen Spot suchen. Danke, Mike. Bitte. Ja, ich hatte noch keine Möglichkeit, zu meiner Forelle, die wir gefangen haben, was zu sagen. Also, vielleicht was zum Tackle. Das ist die Lars Hansen. Dreiteilig, 3,15 Meter. Super Teil. Dann als Köder, den Slash. Hat ja jeder gesagt, muss schwerer sein, mit dem fängst du eh nichts. Rot-Schwarz. Hat's gebracht. Super. Und seitdem angle ich nur noch damit.